Jo. Was machen wir jetzt, bis das fertig ist? Das hat der Gerugo in der Vergangenheit vergessen zu sagen. Ja, sammeln wir Bäume auf. Nee, machen wir was Produktives. Ich habe die Akkus angefangen zu bauen. Die wollte ich hier unten, glaube ich, hinsetzen. Das ist problematisch mit den Lichtern. Ja, warte mal. Hier haben wir Lichter, da haben wir nur keinen davon. Hilft auch nicht so wirklich viel. Aber ja, das erstmal. Oh, Kohle. Du weg. Die raus, die rein. So, weitermachen. Ganz viel Kohle gut. Genau, hier diesen Block wollte ich voll machen mit den Akkus. Also so nach und nach. Das wird jetzt nicht alles auf einmal klappen. Und die konnten wir so komplett durchziehen, wenn keine Lichter da sind. Genau, das ist der Haken. So, die füllen sich jetzt langsam. Das ist ein erbärmlicher Puffer. Also in der letzten Staffel hatten wir, glaube ich, am Ende einen Puffer von 1,5 Gigajoule oder so. Ja, aber es ist ein Anfang, es ist ein kleiner Anfang. Und je mehr wir davon dann haben, also richtige Riesenanlagen später, je mehr wir davon dann haben, desto eher können wir zwischendurch auch mal so ein bisschen versuchen, auf Solarenergie umzusteigen. Wobei ich denke, sehr später, wenn wir es können. Also wenn wir bei dem Punkt angekommen sind, wo wir das wirklich können, alles mit Solaranlagen zu betreiben, dann sind wir auch stark genug, dass wir durchgehend Gegner bei uns haben wollen, damit wir Edelsteine bekommen. Und dann brauche ich keine Solaranlagen mehr. Dann brauche ich Sachen, die Smog machen. Also bräuchte ich dann wieder die Steam Engines. Das ist ja ein wenig komisch gelöst. Eventuell könnte man das umdrehen, dass die Solaranlagen, die benutzt man am Anfang, weil man noch nicht so viele Maschinen hat. Und wenn man dann die Maschinen hat, die viel Strom brauchen, dann hat man nicht mehr genug Platz. Weil im Normalfall sind ja noch mehr Basen um einen rum. Ich habe ja noch ein bisschen vorausdenkend hier gearbeitet und deswegen klappt das bei mir einigermaßen. Aber dass man dann halt immer mehr Platz braucht für die Solaranlagen, irgendwann kommt man an seine Grenze, weil die Basis gerade nicht größer sein kann. Und dann stellt man um auf Steam Engines. Ist zwar von der Technologie her ein bisschen komisch, dass man erst Solaranlagen macht und dann dampfbetriebene, ne, Heizkessel. Aber wäre vielleicht eine Idee. Weil momentan ködert mich nicht so wirklich irgendwas dazu, auf Solarzellen umzusteigen. Genau, ich sollte weiterbauen. Akkus haben wir gebaut. Was wird für die? Stein. Ja, nee, da hinten ist Stein. Aber ich will jetzt echt nicht Stein abbauen. Wir müssten da noch recht viel im System haben. Wie viel haben wir im System? Ja, immer noch 17.000. Du. Gib mal die 200. Haben wir genug von? Okay. Bau bitte zwei blaue davon. Nö, weißt du was? Ich hab's satt, so viel selber machen zu müssen. Bau bitte. Dim, 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 dim. Davon drei, vier Stück. Und ich nutze jetzt die Zeit, die übrigens nicht mehr sehr lange ist, bis das Ding ja fertig ist, um Sachen zu automatisieren, die einfach nur praktisch sind. Die ich nicht so wirklich brauche, aber wo es doch ganz schick ist, wenn sie da sind. Das heißt, ich fange mal hier unten an. Zip, 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 zip. So, dieser Viererblock ist nur für Sachen da, die so ganz schick sind zu haben. Wie zum Beispiel die Kisten. Na, wobei, das ist echt dick. Ja, nee. Prioritäten. Erstmal brauchen wir Fabriken, die Fabriken bauen. Das habe ich jetzt schon so oft angesprochen, das sollte ich jetzt endlich mal machen. Das wären jetzt die beiden hier. Eigentlich drei, ne? Ja, eigentlich drei. Du und du. Also MK0, MK1, MK2. Also grau, blau, gelb. So. Die werden alle beschränkt auf ein Stack Fabriken. Jemand hat in den Kommentaren richtigerweise gerade geschrieben, dass ich doch eventuell ein bisschen mehr mit den grünen Ärmchen arbeiten könnte. Das heißt, dass zum Beispiel das jetzt ein grünes Ärmchen wäre und das legt jetzt nur die gelben Fabriken in diese Kiste, wenn wir weniger als 10 gelbe Fabriken im System haben. Das heißt, man kann damit richtig gut feintunen. Ich will aber ehrlich gesagt gar nicht feintunen.
Ich habe das ganz gerne, wenn da so ein riesen Vorrat von allem ist, aber es ist Verschwendung. Ein Zwiespalt. Na gut, bereite ich erstmal alles andere vor. Erstmal hätte ich ganz gerne dich. Du brauchst Eisenplatten, grüne Chips, Eisenzahnräder. Da. Eisenplatten. Eisenzahnräder. Grüne. Das sind keine grünen. Grünen Chips. 20 Stück. Eisenzahnräder. 10 Stück. 9 Stück ist mir Wurst. So. Also, gib mir die roten. Okay. Du bekommst die da. Also, alle bekommen die da. Geht erst, wenn sie ihren Auftrag haben. Okay, so. So. Gute, du brauchst... Boah. Du brauchst das gleich. Warum bist du immer noch auf Rot eingestellt? Achso, weil die ganzen Roboter angeflogen sind. Okay. Shift rechts, Shift links. Und dazu bekommst du jetzt noch, das waren, glaube ich... Ja, das waren die billigen Capacitors und die eine Assembly Machines. Okay. Also, da. Weak Capacitors. 20. Na. 10 Stück. Und die Fabriken selber. Da. 2. 2 ist okay. Alle beschränkt. Alle beschränkt. Gut, damit werden die jetzt automatisch aufgebaut. Schon am Arbeiten. Leg das dahin. So, du bist komplizierter. Nee, bist du gar nicht. Du brauchst am wenigsten von alledem. Du brauchst nur weniger davon. Dann brauchst du die da. So. Und die blauen Einer-Module. Module, blaue. So. Und hier stellst du gelbe Fabriken her. Kisten wäre auch noch eine Idee. Aber dafür bräuchte ich wieder neue Fabriken. Komm schon. Gib mir die erste selbstgebaute Fabrik. Zick, geklaut. So. Ich bräuchte davon eigentlich mehr. Ja. Wie sieht Smog hier aus? Okay. Dann fülle ich hier erstmal die Lücken, bevor ich da die nächste Seite mache. Du hast nämlich schon hier Kisten und alles. Du stehst jetzt bitte her. Ärmchen? Vielleicht? Warum arbeitest du nicht? Weil du keine grünen hast. Wir haben keine grünen Chips. Kupfer staut sich. So, die werden gerade alle verbraucht zu roten Chips. Ja. Wir haben 13.000 Draht. Aber wir haben keine Eisenplatten. Haben wir Stahl? Wir haben 2.600 Stahl. Ich denke, wir sollten unsere Stahlproduktion ein wenig hemmen. Das heißt, ich knips dich aus. Dich aus. Wow. Die sind alle voll. Und hier sind sie auch noch voll. Ja gut. Gib mir mal das alles. Du solltest jetzt nicht nachgefüllt werden, richtig? Kannst du nicht, gut. Gib mir das alles. Nimm das da raus. Achso, die laufen ja noch. Ups. Ja, das ist jetzt nicht gut. Du. Genau, mach den da voll. Guck, was passiert. Ah, okay, wartet. So, du hast aufgehört zu arbeiten. Du. Da, so. Du, da, so. Ja, okay, jetzt nimmst du aus der Kiste. Die Roboter sind schlauer als ich. Lassen wir das. Also, zwei sind jetzt abgeklemmt und die anderen sind so eingestellt, dass sie nach und nach jetzt volllaufen und dann ist gut. Also kommt jetzt hoffentlich ein bisschen mehr Eisen an. Alternativ könnte ich hier auch noch dran rumwuseln. Mehr Schmelzöfen. Ich habe hier noch 9. Aber dann bräuchte ich auch noch einen neuen Drill. Und das ist jetzt schon irgendwie ein bisschen Overkill hier. Ding, 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 ding.
Oh, warte mal, habe ich? Hatte ich nicht irgendwo ganz viel Eisenerz mal gehabt? Nö. Ja, bauen wir einen davon. Wobei das jetzt schon zu eng wird, ne? Da war was. Ich könnte anfangen, das Eisenerz fliegen zu lassen von den Robotern. Ja, nee. Wart mal. Also, es sieht nicht wirklich eng aus. Das wird echt nur an der Ecke da hängen. Das heißt, wenn ich hier jetzt noch einen hinbaue und dann hier einen Splitter. Ja, das könnte klappen. So, das heißt, hier kommt dann das andere Ding ran. Einfach direkt hier. Dann legt der das da irgendwo rein, da wo gerade noch so Platz ist. Ja, 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 das klingt gut. Eigentlich sollten wir dann einen von dir auch wegnehmen, dass hier unten zwei. Ja, das klingt noch besser. Dass dann zwei von hier arbeiten und zwei von da arbeiten. Dürften die Dinger wirklich voll werden. So, das heißt, wir nehmen dich mal weg. Wir setzen dich hier hin und da hin. Sieht interessant aus. Oh, 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 oh. Nicht mich wegtragen. So. Klappst du? Ist bei so einer Seite. Ja, mach ein Schlangenmuster, mach ein Schlangenmuster. Whee. Sieht schon mal enger aus. So, oh, oh, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Zack, zack. Da oben bist bald fertig. Ja. Goodie. Goodie, 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 goodie. Du bekommst zwei neue Schmelzöfen. Das sollte reichen. Zip, zip. Dann bekommst du noch intelligente Ärmchen. Warum auch immer. Bekommst keine intelligenten Ärmchen. So. Immer diese Altlasten. Du, das da. Zip. Da. Bitteschön, bitteschön, wer nicht beschränkt. Viel Spaß beim Arbeiten. So, alles gut. Also ich hoffe, dadurch hat sich das Eisenproblem jetzt mal wieder ein wenig gelegt. Kupfer ist auch nicht so wirklich da. Ja, Kupfer ist auch nicht mehr existent. Wo ist das alles hin? Also ja, wir ballern gerade richtig viel, dessen bin ich mir bewusst bei den Forschungssachen. Aber so viel? Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Krass. Ja, okay, und die Fabriken, die durchgehend hergestellt werden, ne? Wie viele haben wir davon jetzt schon? 6. Ja, woran mangelt's? An Weak Capacitoren. Da sollten wir vielleicht auch bald mal eine zweite bauen. Du bist inzwischen voll, richtig? 57. Nee, bist du auch nicht. Ja, ich habe sehr viele Sachen gebaut, die Eisen brauchen. Das gebe ich zu. Kann ich denn irgendwo jetzt meine neuen Fabriken so einsetzen, dass wir weniger Strom verbrauchen? Die Fließbänder. Nee. Brauchen wir zwar auch für die Einseins-Tränke, aber nicht wirklich für was Wichtiges. Nö, nö. Willst gerade gar nicht. Kann doch nicht sein. Steinzahnräder. Ja, hier komm du. Werd ihr doch gefälligst mal irgendwo noch einsetzen können. Oh, und ich habe keine Module mehr. Das heißt, ich nehme jetzt MK2-Module raus und dann müssen die alle auch nochmal arbeiten und verbrauchen nochmal Strom. Yay! Dann kann ich nächste Folge wieder meckern. Hey, wir verbrauchen so viel Eisen. Mhm. Du, rein da. Du musst mehr schnell arbeiten. Wir haben nicht genug Eisen, damit du schnell arbeiten kannst. Es geht richtig gut hier. Steigt Eisen langsam wieder? Ja, ist bei 500. Okay, das sollten wir beim Kupfer auch nochmal machen. Gib mir 1, 2. Ich hätte gerne irgendwelche
komischen Stelzenschuhe, dass ich nicht von Fließbändern bewegt werde. Ich glaube, das habe ich schon ein, zweimal erwähnt. Bau bitte normale.